Ja, hallo liebe Poolfreunde. Heute haben wir die Pumpe angeschlossen und fangen an mit dem Kreislauf. Gestern haben wir natürlich das Wasser schon ein bisschen genutzt, dementsprechend sieht das schon aus. Aber ist ja nicht schlimm. Chlor muss noch rein, alles. Jetzt zeige ich euch nur mal kurz, wie ich die Pumpe angeschlossen habe. Ja, es ist noch nicht ganz entlüftet, obwohl jetzt kommt es langsam. Ihr seht, der Schwimmer ist auch noch nicht ganz unten. Man kann nicht optimal, aber zum Spülen langsam. Also, erster Punkt war, die Pumpe anzuschließen. Das heißt, der untere Bereich, wir haben ja einen Anschluss weiter unten und einen Anschluss weiter oben. Der untere Bereich wird mit dem Eingang der Pumpe verbunden. Das ist hier unten. Und dann geht es hier raus. Das ist alles selbstentlüftend. Ja. Das heißt, jetzt geht es hier mit dem Schlauch hier in den Filter, in den Sandfilter. Das ist hier auch bezeichnet mit Pumpe. Also hier kommt der Pumpenanschluss hin. Dann haben wir hier noch zwei Anschlüsse. Da steht hier drauf Waste. Waste wie Abfall. Das ist für zum Reinigen und Rückspülen. Der Abschluss für die zum Saubermachen. Und hier haben wir den Anschluss für. Guck mal, dass man es lesen kann. Moment. Hier, Retour. Das heißt, hier geht es zurück. Retour in den Pool. So, und ihr seht, schönes klares Wasser. Das war natürlich am Anfang nicht gekommen, weil ich habe noch den Sand von letztes Jahr drin. Hier drin ist natürlich Quarzsand zum Reinigen und Filtern. Den kann man 2-3 Jahre ja benutzen. Danach würde ich ihn wechseln. Wenn man den regelmäßig rückspült und sauber macht, dann kann man den echt lang nutzen. Da gibt es noch diese Bällchen als Alternative. Ja, kann man einfacher dann rausmachen und wechseln. Werde ich dann sehen, wenn ich hier den Sand das nächste Mal wechsle. Ja, aber das muss jetzt nicht unbedingt sein. So, dann haben wir hier noch die Anschlüsse. Ich habe jetzt hier auf Filtern stehen, weil ich filtere ja jetzt im Kreislauf den entsprechenden Poolinhalt. Und vorher habe ich erstmal hier rückgespült, hier drauf gestellt, damit hier sauberes Wasser rauskommt. Am Anfang kommt natürlich das mit Sand, ein bisschen Dreck. Ja, da ich noch kein Chlor drin habe, konnte ich es direkt für die Blumen nutzen, den Rasen, habe direkt damit das dreckige Wasser quasi genutzt zum Gießen. Kann man später, wenn Chlor drin ist, natürlich nicht mehr machen. Da muss man entsprechend Vorschriften der Wasserwerke berücksichtigen. So, also hier die Pumpe angeschlossen, läuft, Kreislauf startet. Ah, jetzt seht ihr auch schon, wie hier das Wasser hier langsam drüber kommt. Es wird genug Wasser jetzt im Pool sein. Aber es war nicht noch nicht ganz. Ich lasse ihn jetzt voll laufen, bis ich hier drüber bin. Ja. Zu dieser Linie maximal mache ich es voll, weil wenn man drin rumspringt, die Kinder toben, ja, soll der Pool nicht zu voll sein. Gut, ja, Poolsaison wird bald eröffnet sein. Der nächste Schritt ist jetzt dann die Chlorung vorzunehmen, den pH wird immer wieder zu messen. Ja, da kommt dann ein extra Video, wie ich das dann mache. Ja? Dann noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.